Glück auf, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Texturenpack-Vorstellung von mir. Und endlich heute möchte ich euch das Maupis Mixpack vorstellen. Der gute Maupi, wenn ich ihn jetzt so nennen darf, hat hier einen Texturenpack-Mix zusammengestellt. Aber das ist viel mehr als ein Mix, muss man schon wirklich sagen. Denn er hat wirklich an allen Texturen ein wenig rumgeschraubt. Die Grundlage ist das Misa Pack, Texturenpack, was macht sie denn da? Und darauf basierend hat er das hier halt so gestaltet. Ihr seht schon, hier sind auch Hannibal-Texturen mit bei, des weiteren Soratex-Texturen und Nick999999-Texturen sind hier auch dabei. Aber vieles hat er auch selbst gemacht und ihr seht schon, ist alles ein bisschen heller. Und ich renne jetzt hier mal ein bisschen rum in Hunsgrab, da mache ich immer meine Texturenpack-Vorstellung, damit ihr mal so ein bisschen seht, was dieses Texturenpack alles bietet. Das Texturenpack hat die Auflösung 64x64, genau wie Misa, ist aber trotzdem ein HD-Texturenpack. Und ihr seht schon, die Dorfbewohner sind hier dieselben wie bei Misa, die muss man nämlich nachträglich einfügen, was aber kein Problem ist. Das heißt, die Mobs, oder wie sie auch immer heißen, sind da noch nicht implementiert, die sind noch gar nicht drauf auf dem Texturenpack. Die muss man dann nachträglich einfügen, aber das ist kein Problem. Das geht sehr schnell. Ja, und so sieht das aus. Hier seht ihr Original-Misa-Texturen, hier natürlich nicht. Hier sind bearbeitete. Und was ich euch gleich mal zeigen kann, er hat so kleine Änderungen gemacht, die aber sehr sinnvoll sind. Wie zum Beispiel die Werkbank, dass sie oben noch so einen Steinrand hat. Damit fügt sich natürlich viel besser in solche Konstruktionen hier ein. Genau wie der Kessel, der ist hier nämlich aus Holz unten. Und oben hat er so einen, auch so einen Steinrand. Und wir können ja mal in den Keller gehen, in den Keller des Süppelhuhns. Mal sehen, wie es da aussieht. Ah ja, seht ihr schon, die Pilze sind ein bisschen anders. Und ja, hier seht ihr es auch wieder. Das fügt sich sehr schön zusammen. Da kann man dann viel mit experimentieren und machen. Und die Pilze wachsen ja langsam den ganzen Keller voll. Naja. Ich muss sagen, das Pack läuft eigentlich sehr gut von den Frames. Ich kann euch das ja auch mal zeigen. Ich drücke jetzt hier mal auf F3 und ganz oben seht ihr, ja gut, jetzt sind es gerade 30, aber normalerweise läuft das Ganze mit 50 bis 60, 70, 80 oder so, wenn ich nicht gerade dabei aufnehme und Musik spielen habe und noch Audacity im Hintergrund. Aber naja, ihr seht schon, es läuft sehr stabil, 30 Frames reichen auch vollkommen aus zum Aufnehmen. Es kann auch sein, dass es jetzt durch die Begrenzung von Fraps kommt. Na, egal. Ich blende das mal wieder aus. Und schaut mal, so sieht die Bürgermeistervilla aus. Er hat also sehr viele Connected Textures, Connected Texturen, also sich verbindende Texturen. Und hier ganz besonders dieser Lehmstein, dieser Ziegelstein, finde ich, der sieht schon wirklich grandios schön aus. Und ihr seht auch hier am Rand, bildet ja dann so einen Abschluss, ne? Wenn hier der Stein abschließt, dann gibt es hier nochmal so eine extra Textur. Das hat man dann hier, wenn die zusammen sind, nicht. Das gibt es zum Beispiel bei Misa auch nicht. Das Pack ist übrigens, das Pack ist erhältlich für die Version 1.4.5, also für die aktuelle. Und ihr seht schon, hier ist auch ein bisschen anders. Ich kann ja mal ein bisschen was rausruppen. Also hier die Moorrüben zum Beispiel, die stehen so ein Stück raus. Das ist bei Misa auch nicht. Da kann man also sehen, oh guck mal, die sind reif, sieht man hier oben schon, die Kuppe der Rübe, oh Gott. Bei den Kartoffeln, ja, sieht das dann so aus. Das Inventar, das eigene, sieht dann genau so aus. Hier packe ich jetzt mal Kartoffeln rein, damit alles seine Ordnung hat. Die Türen sind etwas anders, ja, ist alles so ein bisschen anders. Und hier bei der Hammerson-Mine sieht man es auch ganz besonders gut. Dass hier die Steintexturen, also dieser Ziegelstein, dieser normale, bildet hier so einen Abschluss. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Das sieht sehr geil aus. Die Klappen sind auch anders, sind ja hier diese normalen Klappen. Die haben nämlich hier diese Metalltextur in der Mitte. Auch sehr schön. Ja, auf die Bilder hat er auch sehr viel Wert gelegt. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Das ist natürlich jetzt nicht die Hundsgrabkarte wie normal, sondern da ist so ein... Ja, so ein Ölgemälde, Ölbild von so einer Berglandschaft. Auch sehr schick, sehr schlicht. Und hier gibt es Fahnen. Und da gibt es noch viel mehr. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Passt mal auf, ich habe mir extra ein paar Bilder hier in die Tasche gesteckt. Und da switche ich jetzt mal so ein bisschen durch. Hier zum Beispiel so eine Bassbox, Metall eingerahmt.
Ah, hier, und dann gibt es nämlich sowas hier, Löffel, und das kann man sich natürlich sehr schön in eine Küche hängen. Das wäre ein normales Bild. Und was macht das? Ja, das liegt nicht an dem Texturenpack, das liegt an Minecraft. Ganz klar. Ah, hier, das ist auch sehr cool. So Schwerter, und da gibt es noch viel mehr von. Wappenschilde, aber auch ein paar moderne Sachen, wie zum Beispiel auch ein großer Fernseher oder so. Also wer ein modernes Rollenspiel, also ein modernes Minecraft Spiel macht oder eine moderne Map, der wird da sehr viel Freude dran haben, weil da sind einige moderne Sachen dabei. Bei uns passt das ja eher weniger, da diese Hunsgrab-Atmosphäre ja doch etwas mittelalterlich angehaucht ist. Wir gehen jetzt hier mal in das Spaßbad, in die Atlavantis-Therme. Der taucht gleich mal unter. Ja, so sieht das aus hier, unsere Atlavantis-Therme. Ich benutze jetzt Optifine, deshalb haben wir hier keine Connected Textures bei den Glassachen. Hier oben schon, aber hier bei den normalen Glasfenstern nicht. Normalerweise, wenn ihr den MC-Patcher benutzt, sollte das anders sein. Ihr seht hier der Hafen. Ja, sieht alles ein bisschen heller. Sieht auch sehr schick aus. Und auch diese Sandsteingebäude haben so ein bisschen andere Steintexturen hier. Sieht man auch sehr schön. Auch, ja, auch total schick, finde ich. So ein bisschen immer noch Mieser-Style, das Ganze. Man merkt also den Einfluss deutlich. Na, ist ja auch vieles noch so geblieben. Hier ist das natürlich alles ein bisschen anders. Hier haben wir ja sonst diese diese Steine mit oben dem Wappen drauf. Das wäre jetzt hier nicht. Und bei dem Birkenholz seht ihr schon, das ist angeglichen an das Tannenholz von der Struktur her. Normal sind das ja bei Misa wie so Kisten. Und hier sind es dann eher auch so Planken, also so Stämme mit Nägeln drinne. Okay. Ich zeige euch nochmal ein paar Sachen. Hier zum Beispiel eine Kuh. Die ist natürlich gleich, ne? Also das ist alles wie bei Misa. Auch hier das Schilf oder das Zuckerrohr seht ihr auch schon. Auch alles wie bei Misa, alles wie gehabt. Aber hier diese Ziegelsteine aus dem Lehm, die Gebäude, die wirken nochmal echt klasse durch diesen Abschluss an der Seite. Das finde ich total grandios. Also da hat der Maupi echt was Tolles hingezimmert. Er hat sich auch die Genehmigung von allen Leuten eingeholt, von den Texturenpacks. Also das ist alles rechtens, alles wunderbar. Die Öfen sind gleich geblieben, deshalb brauche ich euch da jetzt auch nicht... Ah, Moment. Das Ofenmenü sieht dann so aus, hier, CO2-frei. und wenn man was reinpackt, seht ihr, dann ist das mit dem Pfeil genauso wie bei Misa im Grunde. Und dann kriegt man hier irgendwann seinen Cleanstone raus. Bei den Werkbänken ist es ähnlich. Alles mit dieser Metalloptik. Eigentlich sehr schön. Hier nochmal Minecraft. Das Kistenmenü halt ähnlich. Ihr seht schon, Inventory Tweaks funktioniert auch. Wunderbar. Jetzt können wir uns eigentlich nochmal so ein paar Tiere angucken. Die Dorfbewohner hier, das Dorfbewohnermenü. Auch sehr übersichtlich, sehr anschaulich das Ganze. Leider habe ich jetzt keine Wolle dabei, deshalb kann ich diesen Handel nicht eingehen. Ja, jetzt gucken wir hier nochmal Tante Emmy rein. Ja, also es sieht natürlich alles ein bisschen anders aus. Aber ich finde, das wirkt schon alles sehr hell, sehr schön. Ja, wie schon gesagt, es sind ein paar moderne Texturen dabei. Hier, das seht ihr schon, das ist von Hannibal, diese Leiter. Und jetzt gucken wir uns nochmal die... die Mods brauchen wir uns eigentlich gar nicht angucken, weil die sind ja gleich geblieben. Ja, die sind ja wie bei Misa. Alles klar. Ja, wenn euch das Texturenpack gefällt, ich werde nochmal den Link aus dem Forum, aus dem Minecraft.de Forum hier beipacken. Das ist das einzige Manko, finde ich. Diese Türen, die passen natürlich zu unserer Welt überhaupt gar nicht, aber da kann man vielleicht auch noch selber mal ein bisschen rumbasteln und kann sich dann eine andere Metalltürentextur einbauen. Ja, die normale Umgebung sieht halt so aus. Aber wie schon gesagt, zum Beispiel unsere Mauer, die ja um ganz Hunsgrab führt, die würde sich schon arg verändern, ne? Und hier, diese Bogentextur ist auch nochmal anders. Ja, also wie schon gesagt, überall sind Änderungen. Man findet damit sicher halt einiges. Ich habe jetzt auch noch lange nicht alles gezeigt, ne? Also es gibt da noch sehr viel mehr Kleinigkeiten, die da verändert wurden, die in diesem Texturenpack anders aussehen. Schaut es euch einfach mal an. Ich kann es echt nur empfehlen. Hier die Pilze, die passen natürlich nicht ganz in den Blumentopf rein. Aber es sind so Kleinigkeiten. Dafür sieht hier dieser Tannenbaumsetzling sehr viel besser aus, finde ich, als bei Misa. Und mit dem MC-Patcher würden wahrscheinlich diese Texturen hier auch noch connecten, schätze ich mal.
Schätze ich mal. Gut, also wenn euch das Texturenpack gefallen hat, dann schreibt doch mal an den guten Maupi. Mit dem habe ich auch persönlich Kontakt aufgenommen. Der hat uns erlaubt, seinen Texturenpack hier vorzustellen. Jetzt wird's Nacht hier über Hunsgrab in unserer kleinen Parallelwelt, in der wir jetzt eben waren. Wenn ihr mehr sehen wollt von Hunsgrab und den Abenteuern hier, dann schaut doch einfach mal auf meinen Kanal. Da gibt es jetzt schon über 150 Folgen aus diesem kleinen NPC-Dorf, was ich langsam ausbaue. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mal öfter reinschauen, vielleicht auch mal ein Abo dalassen oder sowas. Würde mich sehr freuen. Besonders freue ich mich natürlich immer über zahlreiche Kommentare. Das liegt mir besonders am Herzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Geniales Texturenpack. Schaut es euch an und zieht es euch drauf und probiert es einfach mal aus. Ich sage erstmal, gehabt euch wohl. Bleibt gesund, spielt weiter Minecraft und auf Wiedersehen.